Und der Drawer-Controller selber ist ein korrekten Drawer. Der wird gemacht mit einer Zinkmaschine. Oh. Oh. Ha. Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Let's Play Create Above and Beyond und heute ein bisschen was am Lager schrauben, sodass wir ein vernünftiges Lagersystem kriegen, um entsprechend unsere Sachen anzulagern, um entsprechend die Kisten bis zu entlasten und halt eben generell nicht mehr alles wild rumfliegen zu haben. Ich habe mir schon was überlegt und habe das schon mal im Inventar zurechtgelegt und zwar machen wir folgendes. Die drei Jungs bekommen ihre eigenen Standard großen Drawer, denn da braucht man so einige von. Das heißt, 1, 2, 3. So. Huch. Entschuldigung. Babs. Und dann den. Denn diese davon kriegen wir so einiges zusammen und da wird so ein halber Drawer nicht lange reichen. So. Dann haben wir die vier Sachen. Die vier Sachen. Die zwei Sachen, aber wird trotzdem eine Vierer gemacht und die vier Sachen bekommen jeweils einen Vierer-Drawer. Das ist 1, 2, 3, 4, 4 Vierer-Drawer. Zack. 1, 2, 3, 4. So. Und dann hinplatzieren und jetzt die Sachen einfach mal vernünftig einlagern. So, kurz noch schlafen. Ich bin übrigens jetzt einmal gestorben, weil ich kurz AFK war und dann war Nacht und dann war Zombie und dann war ich tot. Ja, passiert. So, das Redstone auch und die Charge Status lasse ich in der Kiste, weil davon kriegt man jetzt nicht so viele. Und von daher passt das schon. Dann haben wir hier die Erze, Eisen, Gold, Kupfer und Blei. Und hier dann ist noch den Nickel und den Zink. Und dann vielleicht, was noch so in uns vielleicht ins Auge fällt. Und dann noch ein paar Gemstones. Da haben wir zum einen die Diamanten, da haben wir die Emeralds, da haben wir die Rubies und die Saphire. So, jetzt haben wir noch ein Vierer-Drawer für den Spaß hier, für die Mob-Dropse. Davon kriegen wir auch immer so einige. Hups. Den dann mal mit so dahin. Und dann Knochen, Knochenfragmente, Pfeile und Rottenfleisch. Die Sachen kriegt man eigentlich am häufigsten. Da hast du ständig was mit am Hut. Und dann haben wir noch zwei Zweier. Einmal für Granit und Diorit und einmal für Kelp und für Clay. Das Andesit-Cobblestone habe ich hier, weil das brauche ich häufiger und werde ich vermutlich auch aktiver sammeln als den Spaß hier. Die sind vermutlich erstmal nur über. Von daher passt das. So, dann los. Also nochmal zwei Zweier-Drawer erstmal. Zack. Und dann... Ja. Oder auch nicht. Hä? Oh Mist, war der falsche. Ich hab den Trim platziert, ich Depp. So. Und da kann jetzt dann das Granit rein. Das Diorit... Und den Kelp und das Zeug machen wir halt eben zusammen, weil das wird eh zusammen gebraucht. Cool. Und damit haben wir schon mal so unsere Sachen, die wir so haben, alle schon mal so grob eingelagert. Was hier jetzt noch fehlt, ist logischerweise ein Draw-Controller, denn ich möchte das ja alles auf einen Schlag einlagern können. Und der Draw-Controller selber ist ein korrekter Drawer. Der wird gemacht mit einer Zinkmaschine. Oh. Oh. Ha. Ach du Scheiße. Okay. Na, das ist ja toll. Okay. Gut. Der hatte mich verguckt.
Ich hatte nur, ich hätte das Rezept gesehen. Das war der Kompaktdrucker. Da hatte ich mich verklickt beim Testen. Scheiße. Okay. Gut. Das heißt, ich habe jetzt hier die Drawer zwar, aber ich kann dann nicht. Na, das ist ja jetzt eklig. Och, nee, oder? Na, was für eine grobe Scheiße. Ach, siehste, mir fehlt noch einer. Einer für Gravel und für Sand. So, ich pack den Spatz jetzt mal zurück hier gerade. Das ist ja jetzt ein Müll. Ist das? Der ist Lustrefarbe. Wie ich da jetzt total toll viel Lust drauf habe. Scheiße, ey. Es gibt auch sonst kein vernünftiges Storage-System hier. Es gibt kein Simple Storage Network. Es gibt kein Nix. Es gibt kein gar nichts. Blei? Da. Und du auch. So. Und die Luminous-Kristalle könnten wir eigentlich hier mit reinschmeißen noch. Genau, machen wir hier noch Luminous-Kristalle und den Flint mit rein. Das ist ja ein richtig grober Müll, ist es. Lass mal kurz ein bisschen Sand holen, schnell noch, für das Lager zumindest. Ich vermute, das ME-System ist vermutlich auch noch ewig weit her, oder? Der ME-Controller, da ist er. Ja, die Calculation-Maschine. Mhm. Braucht die Inductive-Maschine, braucht die Precision-Maschine, braucht die Kinetic-Maschine, braucht das. Cool. Fuck. Oh, wir sind schon voll mit den Cobblestone. Okay. Dann können wir den letzten Drawer umwandeln zu einem Template. Und dann das Template mal upgraden auf Eisen. Lass gucken. Redstone, da. Void. Storage Upgrade 1 mit Gold. Redstone, Illumination, Conversion. Ja, die Upgrade. Ja, mach erstmal Eisen Upgrade. Ich brauche Stöcker, brauche ich dafür. Danke. Gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. Gefällt mir überhaupt nicht. Überhaupt nicht. So gar nicht.
Und ich hasse Kistenwirtschaft. Ich hasse Kistenwirtschaft so sehr. Ich hasse es so, so sehr. Ja, okay. Ich meine, was soll ich machen? Ich kann es noch weiter rumheulen, aber es bringt ja alles nichts. Es bringt ja alles überhaupt nichts. Ich ziehe mir gerade Sachen raus, die wir nicht so brauchen hier drin. Sachen, die eigentlich überflüssig sind. Und pack das einfach mal weg. So. Das sind wirklich nur die Sachen dabei, die wir wirklich gebrauchen können auch. Das geht übrigens ins Lager. Eisennuggets behalten wir. Machen hier mal ganz, das ganze Fleisch und Futter rein generell. So halbwegs Ordnung vortäuschen. Wieso gibt es denn keinen Controller? Mag ich nicht. Mag ich nicht. Finde ich jetzt doof. Finde ich jetzt schon so ein bisschen doof. Mal die Seeds auch damit reinnehmen, wa? Und die Eier. Und die 12 Millionen verschiedene Sorten Eier, die es hier gibt. Nochmal Seeds und dann weg. Ja, gut, aber da müssen wir jetzt durch. Da müssen wir jetzt uns halt eben so zurechtfinden. Ah, verdammte Axt. Das bricht mich gerade so ein kleines bisschen an. So ein klitzekleines bisschen bricht mich das jetzt an. Okay, ich sortiere die Kisten dann am besten später mal durch in Ruhe, nach der Aufnahme dann. Und sorge dann für ein bisschen mehr bessere Verteilung von Sachen, die wichtig wären. Oder wichtig sein könnten. Die. Okay. Wieso habe ich noch ein Casting-Bisschen am Start? Habe ich eins zu viel gemacht oder wie? Anyway, wir haben jetzt auf jeden Fall halbwegs so ein Lagersystem gedöns. Wir haben jetzt auch Redstone da und sind dann schon mal ein gutes Stück weiter als vorher. So. Was habe ich denn da bekommen? Ah, Upgrades. Upgrade-Templates. Nochmal zwei Stück mehr. Okay. Das ist ganz nett. Wo wollen wir jetzt hin? Das ist die gute Frage. Und ich denke mal, wir sollten vielleicht jetzt mal der Dings folgen. Chapter 2 complete. Keep on deploying. Iron for days.
Okay, man. Oh ja. Ich vermute mal, du kannst dann hier, so was genau du machst, aus den Gravel machst du, aus dem Cobblestone machst du Gravel, dann siebst du da die Nuggets raus und dann. Genau, lass mal den Strainer aufstellen. Jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Der Strainer. Der ist nämlich noch eine nette passive Ressourcengeneration. Braucht nochmal eine Anisiebmaschine und Eisenstangen. Dann lass mal schauen, kann ich eine Anisiebmaschine herstellen? Vermutlich nicht, weil alles fehlt. Hier noch irgendwas drin, was. Ich müsste doch einmal noch Andesit-Dinger über haben, oder nicht? Das brauche ich. Ich dachte, ich hätte noch einmal Andesit. Einen Andesit-Block über gehabt. Aber da lag ich wohl falsch. Dann los, dann kurz eine Andesit-Maschine gemacht. Ein Andesit-Casing. Ich habe kein Andesit-Alloy. Hä? Wait, what now? Aha. Das kann aber nicht stimmen, wollte gerade sagen schon. Das stimmt, passt so aber nicht. Die Sachen gehören da mit rein. Das passt, das passt, das passt. Der Rest ist erstmal nur so Müll. Und auch mal ein Ei. Hier, da, noch ein Ei. Gönn dir. So. Also. Es fehlt jetzt die Kinetikmaschine. Es fehlt das Holz. Und es fehlt die Säge. Und jetzt sollten wir in der Lage sein, die kinetische Maschine zu stellen. Einmal geht zumindest. Es müsste aber mehrfach gehen normalerweise, weil. Ach ja, weil die Säge wieder nicht mehrfach reinpacken kann. Ach. Okay. Also acht davon. Acht davon und dann acht davon. Und jetzt die Maschine. Und die jetzt versehen mit eine einmal Eisenbahn, Eisengestänge. Zack. So. Generates items while in water. Braucht einen Strainer und Wasser obendrauf. So, wir hätten den Sediment-Strainer aus Canvas und Stöcken. Canvas ist Stroh. Stroh. Warum nicht denn das Stroh? Strohbündel. Stroh machen wir aus wildem Reis oder. Okay. Cutten geht auch. Traden oder. Ja, okay. Ich bräuchte also das Reispanicle. Okay. Das Fishing. Was ist das hier? Collects General Items. Okay, was? Okay. Sand, weiße Sand, orange Sand oder Clay Ball. Aber müssten wir sowohl auch so gucken können, oder? Genau. Der sammelt Clay. Der sammelt alle möglichen Arten Fische. Und das Speciality Fishing Net. Der macht quasi so alles. Diamantstaub und Goldstaub. Und Silbercoins. Hat aber nur 50. Wow, nur 50 und braucht ein Bait. Okay. Ja, für Sand und für. Das ist ja auch irgendwie Kacke, oder? Gut, der ist 300 noch über. Das hier ist irgendwie auch sinnfrei. Aktuell noch. Ich bräuchte also Stroh. Ich müsste also Reis anbauen. Nur toter Busch. Ich meine, ich habe Reis da. Standardreis. Der war doch irgendwo. Wo waren die jetzt schon wieder? Hier ist noch ein Ei. Hier nochmal zwei Eier. Ich wollte das später aufräumen. Aber wo ist denn mein Reis gerade hin? Wo ist mein Reis? Ach da ist der Reis. Den kann ich vermutlich nicht so anbauen, oder? Reis.
Ah. Oder doch? Kann ich kochen? Automated. Shapeless Crafting zu einem Pancake. Okay. Okay, damit kann ich nur Felder anlegen. Nur Gehwege anlegen. Wie eine Schaufel halt. Gib mir mal gerade noch mal eine Hacke. Eisenhacke reicht, ja. Und dann schauen wir doch mal, ob wir mit der Geschichte... Reis anbauen können. Ich glaub's tatsächlich nicht. The crop won't survive outside of shallow water. Ah, okay. Du musst es also im Wasser bauen. Okay. Gut, ergibt soweit Sinn. Dann lass mal kurz so ein bisschen Erde abholen. Und dann Reis anbauen. Wie schön ist hier, wächst hier auch. Okay. Das heißt, es warten und hoffen, dass da bald was wächst. Ich bin noch nicht wirklich überzeugt. Okay. Also die Kelpfarm selber ist soweit schon mal in Ordnung. Die macht schon mal ein bisschen was an Kelp. Okay. Das ist gut, das ist gut. Der Magnet hilft logischerweise jetzt auch ein bisschen mehr. Das ist auch wieder ein gutes Ding. Okay, dann müssen wir nur noch warten, dass dann das Zeug wächst und wir dann entsprechend genug Reis haben für alles. Okay, damit haben wir jetzt, glaube ich, auch genug Holz am Start dann. Erstmal. Oh, naja. Wir bauen das mal anders, wa? Wir machen das mal mit 4x4 und hoffen, dass wir dann ein paar größere Bäume kriegen, die wir dann mit einem Schlag absammeln können. 4, 4. Vielleicht wieder Nacht, wie es aussieht. Ich geb hin, ich geb hin, nicht drauf. Obwohl, wir könnten vielleicht mal... Noch nicht. Noch nicht diese Nacht. Ende Männerjagen vielleicht wäre eine Option gewesen, aber... Fühle mich noch nicht sicher genug dafür. So, Kelp. Kelp ist voll. Das Reis kann wieder weg. Der Reis, nicht das Reis. Und das Holz kommt ebenfalls weg.
Seed geht hier rein und Stöcker zum Verkraften. Erde dann ebenfalls nach hier. So, ich brauche also wilden Reis für den Schwenner, also ist auch das keine wirklich gute Idee. Haben wir noch irgendwelche Lifesaver, die ich machen sollte? Der passt mit der Butter, das ist der Reichweitengedöns. Das Fliegen können wir, glaube ich, eh knicken, weil ja, da hat man noch kein Elytra für. Induction, Conduits, Pressure Tubes, Eisenbahn. The Joy of Cooking. Okay, zum Kochen kann man es benutzen. Blueprints. What? Crafting Blueprint. Hold Shift. Place on a wall. It can be used for specific ingredient in easy amino crafting. Each slot represents a recipe. Ist das quasi in any eye? Can be given one or more crafting recipes, which they then apply to your held items whenever you right-click them. Das heißt, du craftest dann quasi an der Wand. Wenn ich zum Beispiel die eine Siedmaschine herstellen will, das könnten wir mal testen gerade. Ich brauche dazu Wolle und den ganzen Spaß. Okay, warte mal, wir machen mehr Blueprint. Blueprint, da ist er. Dazu brauchen wir einmal das Painting. Haben wir. Dann einmal das Crafting Table. Haben wir. Und das kombinieren zu dem. So. Dann packen wir es mal hier ran. Das kann ich hier sagen. Ich möchte jetzt gerne die Andesit-Maschine haben. Beziehungsweise das die Kinetik-Mich-Geschichte. Was ist denn das? Oh. Der filtert es dann automatisch. Okay. Und wie gebe ich dem jetzt mehr Rezepte? What now? Can be given one or more crafting recipes. Gerade noch verwirrt. Weil er hier sagt, mehrere Rezepte. Aber das bringt ja, das macht ja gar keinen Sinn. Ich versuch's mal. Also, ich brauche jetzt die Sachen im Inventar. Sprich, ich brauche die Säge, die Dinge, Andesit-Alloy und Zahnräder. So, und jetzt? Okay, es ist genau so, was ich dachte. Also du klickst drauf und dann macht er dir das, was du machen möchtest. Du musst die Sachen aber im Inventar haben.
Was jetzt auch irgendwie all ist. Kann man das eventuell an eine Kiste pappen und ziehst du aus der Kiste raus? Das wäre halt eventuell nochmal gut dann. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Was sagt er spezifisch Held-Items? Aber was bedeutet denn das, each slot represents one Dingens? Das macht gar keinen Sinn in dem Fall dann. So, ich pack ganze Sachen rein. Ja. Und das geht jetzt nicht. Okay. Ich kann auch nicht durchrotieren. Shift recht klicken. Nee, geht auch nicht. Ha. Each slot represents a recipe. Jeder Slot repräsentiert ein Rezept. Hä? Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Ja, das ist alles. Wie gebe ich dem mehr Crafting-Rezepte? Warte, wir machen das mal so. Zack. Ja, dann ist aber schon voll. Da komme ich auch nicht mehr ran. Ich kann jetzt auch kein weiteres Rezept dazu packen. Das macht irgendwie. Hä? Da finde ich irgendwie unprall des Dings. Also war jetzt auch ein Reinfall. Wir können mal eventuell ein bisschen. Ein bisschen das Dings beschleunigen. Das Reiswachstum. Indem wir ganz kurz ein bisschen Phytogrow machen. So. Okay. Ich hoffe, das geht auch auf den Reis. Wir werden es gleich sehen. Aha. Achso, dann reißt du das oben nur ab. Okay, ich verstehe. Okay. So weit, so gut. Das können wir jetzt crushern und bekommen wir das Stroh draus, ne? 1:1. Und ich brauche für den Strainer. Nee. Für das Canvas brauche ich 4. Für den Strainer brauche ich. Was ist denn der Basket? Okay. Für den Strainer brauche ich dann 3, also 12, ne? Ich brauche 12 mal Reis. Okay, das jetzt quaschern lassen. Wie können wir einen Hopper machen? Komm mal her.
kein Holz mehr da? Offenbar nicht. Und dann hoppa. So. Den jetzt oben drauf. Dann wird es ein bisschen schöner insgesamt. Advancement Made. Grasping at Straws. Das ist wahrscheinlich von Pharmazieleitern. Ein Advancement. Jetzt kann ich daraus dann die Dings machen. Das kann was. Und daraus dann jetzt den Strainer. Den Sediment Strainer. Zack. Und damit sollten wir jetzt dann das Angeln beginnen können. Der muss auch komplett unter Wasser sein. Und dann da drauf kommt dann das Fischernetz. Okay. No problems detected. Braucht kein Bait. Und der arbeitet und macht halt eben jetzt bis zu 300 Mal. Okay. Vielleicht sollte ich dann das Reisfeld noch ein bisschen vergrößern. Das wäre vielleicht nochmal eine Maßnahme. Wir können ein bisschen Clay mitnehmen auch. Obwohl, das kriegen wir jetzt ja umsonst. Wir kriegen jetzt ja Clay hier mit drin. Ne? Aber genau, lass ruhig die Clay abreißen hier. Und mitnehmen. Und dann einfach durch die Erde setzen. Wenn wir schon mal hier sind, können wir es ja auch abreißen. Und jetzt mit dem neuen Tool geht es hier auch relativ fix. So. Okay. Und da jetzt dann einfach ein bisschen Erde dran ballern. Upsi. Und wir könnten einfach hier jetzt im Haus einen Garten hinstellen irgendwo. Wäre auch eine Option, dass wir jetzt hier drüben sein. Wir machen jetzt hier drüben unseren Garten fertig. Oh scheiße, die Folge wird wieder viel zu lang. Ja, dann werde ich es ein bisschen aufräumen hier nochmal. Kisten sortieren, Spaß machen und so weiter und so fort. Und dann gucke ich mal, was wir in der nächsten Folge machen. Mit dem Lagersystem bummt mich jetzt ein bisschen aus. Aber hey, wie üblich, wenn es dir gefallen hat, gerne subscriben. Oder links, rechts, wie es liegt, da gibt es ein bisschen mehr von mir. Bis zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.